Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Video von autofori.de. Wir sind immer noch auf dem Genfer Autosalon und ich nehme euch jetzt mal mit über den Opel-Stand. Da gibt es nämlich eine sehr interessante Studie zu sehen. Hinter mir seht ihr jetzt das Opel GT Concept. Ist ein ziemlich kleines Auto, deutlich unter 4 Meter, hat deswegen auch nur einen kleinen Dreizylinder mit 145 PS unter der Haube. Als kleiner Vergleich, der stärkste Dreizylinder im Astra zum Beispiel leistet 125 PS. Es ist, wie gesagt, eine Studie, eine sehr interessante, die einen Sportwagen auf kompaktem Raum in puristischer Weise zeigt. Hier in Genf möchte man diese Studie natürlich auch in Serie sehen. Noch möchte sich Opel dazu nicht äußern und sagen, ja klar, wir bauen den. Aber es gibt natürlich Überlegungen, und man hört es auch gern, dass diese Studie sehr gefragt ist. Das zur Zukunft, aber Opel zeigt ja auch ein Modell, das schon bald in Serie gehen wird. Das hier ist das Serienmodell und zwar das sehr beliebte Crossover-SUV Opel Mokka. Allerdings, dieser Mokka trägt jetzt ein X und das zeigt für Opel die Crossover-Varianten. Das heißt, dieses X werden wir auch in Zukunft häufiger sehen. Der Opel Mokka X hat sich insbesondere hier an der Front verändert. Das heißt, wir haben hier neue Scheinwerfer, die natürlich mit dem neuesten Matrix-LED kommen. An sich große Veränderungen auch im Innenraum. Das Heck hat sich nicht ganz so sehr verändert. Deswegen schauen wir uns jetzt einfach mal kurz den Innenraum an. Wer den Opel Mokka kennt, der weiß, hier in der Mittelkonsole haben wir sehr viele Knöpfe, die sich bis nach unten hinziehen. Aber das hat jetzt ein Ende, denn es gibt das neueste IntelliLink-System, das heißt komplett touchbasiert. Nur noch die Klimaanlage gibt es als haptische Knöpfe. Ist für mich ein großer Schritt in die richtige Richtung, dass dieses SUV auch deutlich angenehmer zu fahren wird. Das heißt, besser zu bedienen, einfacher zu bedienen, übersichtlicher und auch intelligenter, was die Technologie und deren Verknüpfung angeht. Und wie immer gilt, please like and subscribe. Deswegen schauen wir uns jetzt mal einfach